Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Nomina. Wir haben das Projekt quasi damals beendet, weil es nur einen Part gab. Und jetzt, wenn ihr dieses Video seht, gibt es den zweiten Part bei Steam. Der nette, nette, nette Entwickler hat mir aber schon im Vorfeld einen ja, Gamecode zugeschickt und ich kann das Ganze jetzt schon 2 Tage vorher spielen. Ich liebe es. Ich habe es vorhin schon kurz ausprobiert, dass ich weiß, ob das alles wieder so passt und dass ich auch weiß, welchen Spielstand ich laden muss. Und ja, ich bin einfach mega gehypt. Ich freue mich riesig. Nochmal vielen, 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 vielen Dank für das tolle vorzeitige Geburtstagsgeschenk. Oh Gott. Ja, wir bekommen jetzt hier, bevor es losgeht, noch eine. Hallo? Noch eine kleine Zusammenfassung, deswegen sage ich gar nicht mehr so arg viel. Sondern wir legen jetzt einfach los. Oh, es ist so toll. Genau, wir starten hier mitten im Nebel. Irgendwo müsste gleich ein Charakter auftauchen. Da! Da oben. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht, aber hier, da, und oh, was mir jetzt gerade erst auffällt, man sieht ihn nur halb. Ja, man sieht es auch auf der Aufnahme. Genau, wir sind hier, haben kein Menü, wie eigentlich immer in so Zwischenteilen, und wir legen los. Es begann alles mit Sean, seiner Schwester Aura und Raphaels Reise zum Wolkentempel. Ein schicksalhafter Tag, an dem du Sean begegnet bist. Aber auch der Tag, an dem Sean seine Schwester verlor. Ja. Doch Sean und Raphael hatten keine Zeit zu trauern. Jael, Aziel und ein weiterer Numen der Ekklesia erschienen plötzlich am Tempel und verdächtigten sie, Teil der Rebellen zu sein. Raphael wird von Aziel schwer verletzt und für einen Moment glaubt Sean auch ihn verloren zu haben. Doch dann stellt sich plötzlich eine Unbekannte an eure Seite. Sarah. Du und Sean löst einen Seelenfunken aus, eine gigantische Entladung purer Energie, die den Tempel komplett zerstört und euch die Flucht ermöglicht. Ich mag die Rückblende. Die Ekklesia ist eine autoritäre Organisation, die über die Welt Alterna wacht. Sie verwaltet auch die Tempel Proserpinas, durch die Lebenshauch in die Welt fließt. Lebenshauch ist eine omnipräsente, mysteriöse Kraft, die vielen Menschen in Alterna großen Wohlstand gebracht hat. Lebenshauch kann durch die Kunst der Noetik eingesetzt werden, um Krankheiten zu heilen oder große Schiffe ohne Wind über das Meer zu bewegen. Doch die Ekklesia wird nicht mehr von Proserpina angeführt, sondern von der Matriarchin Kyade. Sean muss sich erstmal an eure Verbindung gewöhnen und das, obwohl die Welt um ihn herum weiter auseinanderzubrechen scheint. Raphael hat den Angriff beim Wolkentempel zwar überstanden, doch wie Sarah anmerkt, ist seine Verletzung tödlich und kann nur von Spezialisten behandelt werden. Bald zeigen sich auch schon erste Symptome und so machen sich Sean und Raphael auf den Weg nach Falada, um ein Heilmittel zu finden. Dabei treffen sie auf Cassandra und Ark, die auch in die Verschwörung der Ekklesia gezogen werden. Dam-dam. Kennt einer von euch noch, oh, wie hieß das? Criminal Intent? Hieß es Criminal Intent? Ich glaube, es kam früher gefühlt mitten in der Nacht auf RTL, ProSieben, Sat.1, Kabel 1, irgendwie sowas. Und da kam auch immer dieses Dum-Dum. Ihr wisst bestimmt nicht, was ich meine, aber egal. Sarah ist auf der Suche nach ihrer Vergangenheit. Ihr einziger Anhaltspunkt, die zwielichtige Gesandte der Ekklesia, Jael. In Falada erfuhr sie von Jael, dass sie Teil eines Experimentes der Ekklesia war. Ich nehme jetzt mal an, ich spekuliere hier, nur ich habe keine Ahnung, dass man hier
nichts erfährt, wenn man nicht mit Sarah diesen Experimentierdinger gefunden hat. Nehme ich jetzt einfach mal an, ich habe keine Ahnung. Also wilde Spekulation hier. Cassandra war auf der Suche nach ihrem leiblichen Vater Jordain. In einer schicksalshaften Nacht erhielt sie ein Kästchen, auf dessen Inhalt die Ecclesia es abgesehen hat. Doch diese Reise würde auch von ihr Opfer verlangen. Massame, der für sie wie ein Bruder war, wird von Aziel getötet. Sie suchte Jordain auf und fand heraus, dass das Kästchen technische Pläne einer Maschine namens Goof enthielt. Ich weiß immer noch nicht, ob man Goof oder Guff nennen soll, aber egal. Als Heiler der Ecclesia genießt Ark hohes Ansehen in der Gesellschaft, was aber auch eine schwere Verantwortung für ihn ist. Als sein Freund Lukas von den Rebellen angegriffen wurde, versagten Arks Heilkräfte. Er konnte Lukas nicht retten. Diese Last wiegt immer noch schwer auf seinen Schultern. Sean und er verlieben sich. Ja. Tut mir leid. Ich bin wieder ernst. Raphaels Zustand verschlechtert sich immer mehr. Neben Schwächeanfällen verliert er immer öfters die Beherrschung über sich selbst. Zum Glück erreicht die Gruppe schon bald Falada. Dort unterzieht sich Raphael einer experimentellen Therapie durch die Leiterin des dortigen Institutes, Haley, die Sean und Raphael aus ihrer Kindheit kennen. Bald wird klar, dass die Therapie Raphaels Zustand nur stabilisieren kann, aber keine vollständige Heilung bieten wird. Da sie immer noch auf der Flucht sind, nehmen Sean, Sarah, Cassandra und Ark Kontakt zu den Rebellen in Falada auf. Sie erhoffen sich Unterstützung, während ihr Freund die meiste Zeit bewusstlos im Institut liegt. Ja, und jetzt kommt tatsächlich die Stelle, wo ich nicht so genau weiß, wo ich lang. Oh, wo ich lang muss. Okay. Die Gruppe ist bereits mehrmals mit den Rebellen zusammengestoßen. In Kaelum hatten die Rebellen ihnen geholfen, Cassandra wiederzufinden. Aber wahrscheinlich nur, weil die Rebellen selbst an dem Kästchen in ihrem Besitz interessiert waren. Einer der ranghöheren Rebellen, Aiden, greift Cassandra sogar in Elnath an. Er wird von Jordain getötet. Ups. Allen voran ist Kealon, der scheinbare Anführer der Rebellen. Seine wahren Motive sind schwer zu durchschauen. Dam-dam. Jetzt habe ich den Ohrwurm von Criminal Intent im Kopf. Toll. Der einzige Weg, wirklich sicher vor der Ecclesia zu sein, ist, ihren Einfluss in der Gegend zu schwächen. Die Rebellen schlagen vor, den Tempel in der Gegend zu zerstören, damit die Lebensrauchversorgung unterbrochen wird. In der Nacht vor der großen Mission besucht Ark Sean auf seinem Zimmer. Es ist der Beginn einer liebevollen Beziehung. Am darauffolgenden Tag dringt die Gruppe T also in den Garten der Illusionen ein, wo sie sich erneut Aziel stellen müssen. Es scheint, als wäre Aziel nur eine weitere Marionette in den Machenschaften der Ecclesia, eine Marionette ohne eigenen Willen. Aziel unterliegt, doch die Gruppe verschont ihn. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir das aussuchen konnten. Egal. Die Freunde erfahren bald, dass die Gufe der wirkliche Ursprung des Lebenshauches sind. Jeder Tempel beherbergt eine solche Maschine. Doch noch viel erschreckender kommt die Offenbarung, dass zur Erzeugung des Lebenshauches durch die Gufe insgeheim Menschen von der Ecclesia geopfert werden. Sean und seine Freunde sehen sich gezwungen, dem ein Ende zu bereiten. Doch die Matriarchin Kiade und Haley stellen sich ihnen in den Weg. Und als es zum Schlimmsten kommt, zwingt Kiade Raphael, sich gegen seine Freunde zu stellen. Die Gruppe schafft es, Raphael zu beruhigen. Er lässt seine Waffe fallen und geht ohnmächtig zu Boden. Das hier, also wie gesagt, es ist nur Spekulation, aber das hier verändert sich, nehme ich mal an. So, ja, ich kann es nicht zeigen. Denn wir haben ja Raphael nicht besiegt im Kampf, sondern wir haben ihm das Medaillon von Aura gezeigt und dadurch wurde er friedlich und ja, hat quasi aufgegeben, sage ich mal. Hexe, ich bin froh, dass du wieder hier bist. Es ist noch nicht so lange her, seit du zuletzt hier warst. Das ist tatsächlich auch ziemlich cool. Aber ich habe vorhin bis ein bisschen weitergespielt, einfach nur um zu sehen, wie es so läuft. Und da konnte ich noch nicht aufnehmen. Und die Gute hier zählt tatsächlich die Tage, wie lange man nicht mehr im Spiel war. Vielleicht unnötig, egal, aber es ist ziemlich cool zu sehen, hey, du warst 183 Tage oder so nicht mehr hier und schön, dass du wieder da bist. Erinnerst du dich noch an mich? Ich habe dich und Sean bis zu diesem Punkt begleitet. Ich hoffe, diese kleine Reise in die Vergangenheit hat dir einen guten Überblick verschafft. Und jetzt?
Willkommen zurück. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Leute gesprochen habe. Es tut mir leid. Gnosis, Kapitel 3. Ja, Kapitel 3. So schön. Und da ist er, unser Sean. Schön. Wo bin ich? Raphael. Aura. Warum musste alles nur so kommen? Warum? Mir ist übel. Ich kann das alles nicht mehr aushalten. Sean. Hexe. Du bist noch da. Weint er? Ich glaube ja. Ich lass dich doch nicht alleine. Ah, tatsächlich hat sich gerade die Tränen weggewischt. Weggewäscht, genau. Sind wir wirklich im Groove? Ich glaube. Keine Ahnung, wo wir sind. Aber wo sind wir hier? Und warum ruckelt das Spiel jetzt so? Warum ruckelt hier das Spiel, das ich aufnehmen will? Das ist doch blöd. Mann. Verdammt. Was ist nur passiert? Raphael. Die anderen. Heute Mittag hat es noch nicht geruckelt. Hexe, entschuldige wegen vorhin und danke, dass du auch hier bist. All dem Chaos, Raphael, Gufe, Seelenfunken. Ohne dich, ich wäre wahrscheinlich längst zusammengebrochen. Das tue ich gerne. Danke. Für alle anderen magst du vielleicht nur eine Stimme in meinem Kopf sein oder gar nur ein Hirngespinst. Aber ich möchte, dass du weißt, dass du mir sehr wichtig bist. Du bist ein Teil von mir. Komm, suchen wir die anderen. Richtig. Ich hoffe, Arc geht es gut. Also los. Und da sind wir. Hier unsere tollen Techniken. Aufgaben. Sarah, Schatten der Vergangenheit. Ha? Jarl war nicht in der Taverne, Sarah bleibt wohl nichts übrig, als abzuwarten. Okay. Katzenjammer, wir sollten mehr seine Art finden, damit er Gesprächspartner hat. Stimmt, Mink, die Katze. Ah, so schön. Genau. Es gab ein paar Updates, während wir. Ja, nicht gespielt haben. Und zwar haben wir hier jetzt eine Anzeige. Genau, was bei den verschiedenen Herzchen-Leveln passiert, die wir mit Sean erreichen können. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man von oben nach unten lesen muss oder von unten nach oben. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, von oben nach unten. Also. Beim ersten Herzlevel passiert nichts, beim zweiten Herzlevel passiert nichts, beim dritten Herzlevel brauchen wir minus, also kriegen wir minus 2 TP-Kosten bei Beziehungstechniken. Sehr cool. Und das vorletzte ist TP-Max-Erhöhung von 25 auf 30. Und das letzte wäre dann plus 1 TP, wenn Partner Schaden nimmt. 2, 4, 6. Wir haben 2, 4, 5,5. Schade. Genau, hier noch unsere coolen Ausrüstungsgegenstände. Wir haben auch ein Kampfoutfit. Also, ich weiß nicht, wann wir das bekommen. In dem Update-Abschnitt stand drin, dass man das
während der Story quasi bekommt, aber Seans Kampfoutfit sollten wir schon haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch irgendwie dazu kommt oder wir sind damals als Prinzessin rumgelaufen, oder? Ich glaube, wir sind damals als Prinzessin rumgelaufen. Also theoretisch sollten wir das ja dann haben. Genau, wir können im Kampf die Outfits jetzt ändern. Mag ich. Huch. Oh. Ach, Punk. Verdammt. Bist du in Ordnung? Ja, keine Sorge. Unglaublich. Der Enterhaken ist gerissen. Er hat mir lange gute Dienste erwiesen. Den Rest sollte ich auch ohne schaffen. Das hier. Bin mir nicht sicher, aber das hier ist doch der Anfang, oder? Kampfoutfit blassrot. Da haben wir es schon, glaube ich. Kampfoutfit. Keine Ahnung, ob es das ist oder ein Elixier. Ein großer Trank. Und mehr hat es hier nicht. Außer es gibt hier noch irgendwo einen Geheimgang, aber ich glaube nicht. Die sieht man ja eigentlich, wenn man in der Nähe ist. Und ich glaube tatsächlich, das ist doch der Anfang, oder? Hier das Tor könnte, könnte aus dem Tutorial sein, beziehungsweise aus dem Anfang. Ja. Das ist vom Anfang. Okay. Interessant. Oh, mit einem Besucher hätte ich heute wirklich nicht gerechnet. Ich frag nach den anderen. Ich suche meine Freunde. Hier? Du bist der erste Fremde, den ich hier seit sehr langer Zeit gesehen habe. Papst, kann ich jetzt fischen gehen? Will, nicht jetzt. Geh bitte wieder ins Zelt. Wer ist das, Papst? Ein Freund? Ich suche nur meine Freunde. Wie hast du diesen Ort gefunden? Nun, ich bin mir nicht mal sicher, wo dieser Ort ist. Ich bin durch eine Art Durchgang hier gelandet. Vielleicht sind deine Freunde im verzauberten Gebiet, wo die anderen auch sind. Jetzt ist gut, Will. Und es ist das verbotene Gebiet. Und erinnerst du dich auch noch, warum es so heißt? Weil ich nicht da rein soll. Genau, kann ich jetzt fischen gehen? Ich habe schon riesigen Hunger. Vielleicht mag unsere Abenteurer hier zum Essen bleiben. Du siehst aus, als könntest du etwas vertragen. Entschuldige, ich habe dich gar nicht nach deinem Namen gefragt. Schon. Vielleicht kann er uns helfen? Vielleicht sind meine Freunde in diesem verbotenen Gebiet. Wo ist es genau? Ich bin übrigens Lea Pa oder kurz Leo und der kleine Stöpsel ist Will. Freut mich. Begleite Will doch zum Fischen, dann erzähle ich dir gleich beim Essen von dem verbotenen Gebiet. Fischen? Genau, kann ich jetzt fischen gehen? Ich habe schon riesigen Hunger. Ich kann dir zeigen, wie es geht, keine Sorge. Eigentlich bin ich hergekommen, um etwas zu erledigen. Er muss ganz aufgeregt sein, mal ein anderes Gesicht zu sehen. Außer uns und den Wächtern ist hier nichts. Wächtern? Keine Sorge, hier oben sind wir sicher. Geh jetzt, sonst fängt Will den Fisch noch ohne dich. Es tut mir leid, aber ich bin eigentlich hier um. Wissen Sie, was ein Goof ist? Nie gehört, aber was immer dich hergebracht hat, wird dir auch den weiteren Weg weisen, davon bin ich überzeugt. Dieser Ort ist besonders, anders als der Ort, von dem du kommst. Sind wir im Goof? Ist das alles real? Ob das alles real ist? Haha, Junge, du musst auf den Kopf gefallen sein. Hilf Will, etwas zu essen zu fangen, danach reden wir weiter. Alles klar. Bekommen wir jetzt ein Angel-Minispiel? Was mache ich nur hier? Keine Lust mehr? Ich verstehe nicht, wie ich hier gelandet bin. Eigentlich muss ich etwas Wichtiges tun. Aber du bist doch hierher gekommen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat etwas nicht funktioniert. Heißt das, du willst nicht angeln? Du bist mir vielleicht einer, aber gut. Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass ihr beide mir weiterhelfen könnt.
Ja, okay, wir bekommen noch kein Angel-Minispiel. Auch gut. Glückwunsch, das war ein guter Fang. Und sehr lecker. Danke, Leo, aber was du suchst, liegt im verbotenen Gebiet. Aber sehr vorsichtig. Eine Menge Überbleibsel verweilen jetzt dort. Schatten aus deiner Welt, die an diesen Ort gebracht wurden. Dort drüben ist der Eingang in die Anlage. Dort hausen Wächter, die jeden davon abhalten, es zu betreten. Dort wirst du auch finden, wonach du suchst, auch wenn ich bezweifle, dass du es schaffen wirst. Wonach suche ich denn deiner Meinung nach? Du willst dafür sorgen, dass hier keine weiteren Schatten verharren müssen. Denn wer diesen Ort einmal betritt, kann ihn nicht so einfach wieder verlassen. Dieser Ort ist eine Art Echo von da, wo du herkommst. Nur ist, war er deine Art Gefängnis. Ein grausamer Folterort für Experimente an wehrlosen, weggesperrten Schatten, die vom Rest der Welt vergessen wurden. Woher weiß er das alles? Woher weißt du das alles? Warum seid ihr beide an diesem Ort? Dieser Ort ist auch unser Gefängnis. Schon sehr lange. Damals ist ein Teil von mir gestorben. Doch im Laufe der Zeit habe ich diesen Ort zu meiner Zuflucht gemacht. Zusammen mit Will. So sehr das auch ein Gefängnis ist, ist es gleichzeitig der einzige Ort, in dem wir noch frei sein können. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Ha, schon gut, Sean. Geh, rette deine Freunde. Schau vorbei, wenn du dich ausruhen musst. Danke, Leo und Will. Mach's gut. Okay. Ich hoffe, du findest deine Freunde schon. Nur nicht aufgeben. Alles gleich. Hexe, sind wir bereit, weiterzugehen? Ich habe das Gefühl, dass wir so schnell nicht zurück können. Okay. Speichern. Ich habe zwar damals da oben nochmal angefangen. Bernsteinhalle. Kapitel 3. Ah. Schaut mal. Ach, das ist der Autos. Oh Gott. Ja, in diesem Spiel gibt es ein Autosave. Okay. Ja, los geht's. Wir sind eingeschlossen. Wen haben wir denn da? Wer bist du? Ich habe viele Waren. Dies ist ein gefährlicher Ort. Ihr solltet euch ausrüsten. Wie wäre es mit deinem Handel? Was weißt du über diesen Ort? Keine Zeit für Fragen. Eure Zeit verrinnt. Die Wächter werden euch schon bald aufgespürt haben. Und wenn sie kommen, ist es aus mit euch. Nutzt die Zeit. Handelt mit mir. Klingt so, als hätten wir nicht viel Zeit, Hexe. Seht euch meine Waren an. Wow. Ja, gut. Halt einen geringen LP-Anteil. Davon haben wir so viel. Davon haben wir auch so viel. Passt. Sucht die Lichtkegel. Sie bieten Schutz, werter Freund. Aber macht euch keinen Kopf. Okay. Schieberett. Was ist das? Voruntersuchung 1. Subjekte ab hier ohne Kleider. So. Und so. Verschlossen. Wir brauchen einen Schlüssel. Hä? Kann ich. Alter Schlüssel. Großer Trank. Och, du Heilige. Okay, das hat ja so gut wie gar nichts gebracht. Sean, wer ist da?
diese Stimme? Arg? Oh nein. Hallo? Es fühlt sich alles wie ein Traum an. Wie diese Visionen, die wir manchmal hatten, Hexe. Was ist das nur für ein Ort? Ja, das wüsste ich auch gern. So. Ich bin wahrscheinlich gleich Game Over, weil... Ich schaff's in der kurzen Zeit niemals, da wieder hochzukommen. Au, au. Ja, das war jetzt ziemlich dumm. Ah ja, okay. Jetzt muss ich nur gucken, wie viel Leben ich noch habe, weil... Ja. Wow. Was zum... Ah, okay, ja. Ich bin voll durchgelaufen. Das war nicht klug. Ah. Okay, aber der Autosave hat mich gerettet. Was? Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm. Aber okay. Hä? Was? Ich bin hängen geblieben. Warum stelle ich mich gerade so richtig dumm an? Das gibt's doch nicht. Also, es tut mir gerade echt leid. Ich stelle mich gerade an wie die Henne beim Pinkeln. Ja. So. Das gibt's doch nicht. Warum bin ich denn gerade so dämlich? Okay. Oh Gott, ey, ich stelle mich gerade echt an wie der letzte Mensch. Es tut mir so leid. Warum? Ich verstehe die Hitbox von dem Ding einfach nicht. Jetzt ernsthaft. Es tut mir richtig leid. Hier kann ich stehen, ohne dass was passiert. Okay. Okay. So komme ich an die Truhe. Dreimal großer Trank. Sehr gut. Ach du Jemine.
Okay, ich weiß, es ist jetzt ziemlich gemein und bösartig, aber wir machen hier eine Pause, einen Cut, wie auch immer. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.